CO2-neutral, umweltfreundlich, grün. Das Klima wandelt sich auch im Supermarkt hin zu mehr Nachhaltigkeit. Doch was diese Begriffe bedeuten, das bleibt oft unklar. Deshalb hat die Wettbewerbszentrale gegen den Süßwarenhersteller Katjes geklagt. Der hatte seine Gummihasen als klimaneutral beworben. Obwohl er vor allem Emissionen durch den Kauf von CO2-Zertifikaten ausgleicht, statt diese in der Produktion zu verhindern. Der BGH hat nun entschieden, wer mit klimaneutral werben möchte, der muss klarstellen, transparent machen, was das eigentlich genau bedeutet. Hören Sie nun die mündliche Urteilsbegründung des Bundesgerichtshofs, leider mit einem kleinen Tonaussetzer am Anfang. Es spricht der Vorsitzende Richter des Ersten Zivilsenats, Thomas Koch. Auf die Revision der Klägerin wird das Urteil des 20. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 6. Juli 2023 aufgehoben. Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil der Ersten Kammer für Handelssachen des Landgerichts Kleve vom 22. Juni 2022 abgeändert. Erstens, die Beklagte wird unter Androhung eines Ordnungsgelds bis zu 250.000 Euro ersatzweise ordnungshaft oder von Ordnungshaft bis zu 6 Monaten verurteilt, es zu unterlassen, im beschäftigten Verkehr mit den Aussagen, seit 2021 produziert Katjes alle Produkte klimaneutral und oder, es folgt jetzt ein Logo, auf dem die Bezeichnung klimaneutral zu lesen ist und ein Verweis zu erkennen ist auf eine Website eines Climate-Partner, zu werben, und zwar wie nachstehend wiedergegeben. Es kommt eine Einblendung der angegriffenen Werbung, die ein Packung mit Katjes Grünohrhasen zeigt und auch mit den Begriffen klimaneutral. Zweitens, die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 374,50 Euro nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über den jeweiligen Basiszinssatz seit dem 30. Juli 2021 zu zahlen. Und drittens, die Kosten des Rechtsstreits hat die Beklagte zu tragen. Nehmen Sie Platz. Ja. Zur Begründung der Entscheidung. Wir haben mit diesem Urteil entschieden, dass die Werbung mit einem mehrdeutigen, umweltbezogenen Begriff, wie hier klimaneutral, regelmäßig nur dann zulässig ist, wenn in der Werbung selbst erläutert wird, welche Bedeutung dieser Begriff hat. Es geht um folgenden Fall. Die Klägerin ist die Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs. Die Beklagte ist ein Unternehmen, das Produkte aus Fruchtgummi und Lakritz herstellt. Die Produkte sind im Lebensmitteleinzelhandel an Kiosken und Tankstellen erhältlich. Die Beklagte warb in einer Fachzeitung der Lebensmittelbranche mit der Aussage, seit 2021 produziert die Beklagte alle Produkte klimaneutral und mit einem Logo, das den Begriff klimaneutral zeigt und auf die Internetseite eines Climate-Partner hinweist. Der Herstellungsprozess der Produkte der Beklagten läuft nicht CO2-neutral ab. Die Beklagte unterstützt aber über den Climate-Partner Klimaschutzprojekte. Die Klägerin hält diese Werbeaussage für irreführend. Die angesprochenen Verkehrskreise verstünden dieses so, dass der Herstellungsprozess selbst klimaneutral ablaufe. Zumindest müsse die Werbeaussage dahingehend ergänzt werden, dass die Klimaneutralität erst durch kompensatorische Maßnahmen hergestellt werde. Die Klägerin hat die Beklagte deshalb auf Unterlassung und auf Erstattung vorgerichtlicher Abmahnkosten in Anspruch genommen. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. Die Berufung ist ohne Erfolg geblieben. Das Berufungsgericht war der Meinung, dass der Klägerin kein Unterlassungsanspruch wegen Irreführung zusteht, weil die Leser der Fachzeitung den Begriff klimaneutral im Sinne einer ausgeglichenen Bilanz der CO2-Emissionen verstünden, weil ihnen bekannt sei, dass die Neutralität sowohl durch Vermeidung als auch durch Kompensationsmaßnahmen erreicht werden könne. Und ein Unterlassungsanspruch bestehe auch nicht unter dem Gesichtspunkt eines Vorenthaltens von wesentlichen Informationen, auf welche Weise die Klimaneutralität des beworbenen Produkts erreicht werde. Das sei zwar eine wesentliche Information, aber die erforderliche Aufklärung über Art und Umfang von etwaigen Kompensationen lasse sich über die Internetseite des Kooperationspartners erlangen, die in der Werbeanzeige angegeben sei und mittels eines in der Werbeanzeige abgedruckten QR-Codes aufgerufen werden könne. Und das sei den Lesern der Zeitung auch zumutbar. Die Klägerin hat mit ihrer Revision ihre Ansprüche weiterverfolgt und hatte damit auch
Erfolg in der Revisionsinstanz. Wir haben die Beklagte zur Unterlassung der Werbung und Erstattung vorgerichtlicher Abmahnkosten verurteilt. Die beanstandete Werbung ist entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts irreführend im Sinne von § 5 Absatz 1 UWG. Die Werbung ist mehrdeutig, weil der Begriff klimaneutral nach den vom Berufungsgericht selbst getroffenen Feststellungen von den Lesern der Fachzeitungen nicht anders als von Verbrauchern sowohl im Sinne einer Reduktion von Kohlendioxid im Produktionsprozess als auch im Sinne einer bloßen Kompensation von Kohlendioxid verstanden werden kann. Was das Berufungsgericht nicht beachtet hat, ist, dass im Bereich der umweltbezogenen Werbung, genauso wie im Bereich der gesundheitsbezogenen Werbung, eine besonders große Irrungsgefahr besteht und deshalb auch ein gesteigertes Aufklärungsbedürfnis der angesprochenen Verkehrskreise über Bedeutung und Inhalt der verwendeten Begriffe und Zeichen. Bei einer Werbung, die einen mehrdeutigen umweltbezogenen Begriff wie klimaneutral verwendet, muss deshalb zur Vermeidung einer Irreführung regelmäßig schon in der Werbung selbst erläutert werden, welche konkrete Bedeutung maßgeblich ist. Es reichen also aufklärende Hinweise außerhalb der Werbung nicht aus. Eine Erläuterung des Begriffs klimaneutral ist hier besonders deshalb erforderlich, weil die Reduktion und die Kompensation von CO2-Emissionen keine gleichwertigen Maßnahmen zur Herstellung von Klimaneutralität darstellen, sondern die Reduktion gegenüber der Kompensation unter dem Gesichtspunkt des Klimaschutzes vorrangig ist. Diese Irreführung, die ist auch wettbewerblich relevant, da die Bewerbung eines Produkts mit einer vermeintlichen Klimaneutralität für die Kaufentscheidung des Verbrauchers von erheblicher Bedeutung ist. Soweit zur Begründung unserer Entscheidung. Wir werden jetzt die Sitzung kurz unterbrechen und kommen dann gleich wieder und setzen die Sitzung fort mit der Verkündung weiterer Entscheidungen und der Verhandlung der ersten Sache.